Hi, herzlich willkommen zum heutigen Video. Sicherlich kennt ihr den Instagram-Entdecken-Tab und ich habe mich da letztens auch mal wieder herumgetrieben und habe so ein mega komisches Foto gesehen. Und auf diesem Foto war ein Auto, so ein ganz normaler Kleinwagen, aber er hat auf einem Straßenschild gesteckt. So mega komisch. Und ich habe mich einfach nur gefragt, wie konnte das passieren? Und dann habe ich überlegt und habe mich so erinnert, okay, warte mal, du hast doch öfters schon mal solche Bilder gesehen, wo einfach so unerklärliche Dinge drauf sind. Und dann habe ich ein bisschen im Internet rumgesucht und habe herausgefunden, wenn man How did that happen? Also, wie ist das passiert? Bei der Google-Bildersuche eingibt, nur solche Bilder kommen. Ich dachte mir, wir gucken uns einfach mal zusammen ein paar an und wir überlegen uns, wie die Sachen passiert sind und warum. Legen wir los. Also, wir gehen einfach mal auf Google. Google einfach auf Bildersuche stellen und dann einmal eingeben, How did that happen? Und dann lädt die Seite und es ist ein Haufen mega komischer Bilder da. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal der Reihe nach ein paar durch und legen direkt mit dem allerersten los. Was zur Hölle? Was? Also, wenn ich das richtig erkenne, also ich sehe zwei Rolltreppen, jede Menge Wasser und zwei Haie? Das kann doch nie im Leben echt sein. Was das Ganze so ein bisschen authentisch wirken lässt, ist, dass da im Hintergrund so zwei Mitarbeiter so in diesen Uniformen stehen. Vielleicht ist das ja irgendwie so SeaWorld oder irgendwie so ein Wasserpark und sonst wie. Und da ist das Aquarium gebrochen oder sowas. Aber selbst das könnte ich mir nicht vorstellen. Mega verrücktes Foto auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch fake, ich weiß es nicht genau. Wir gucken uns mal andere an. Alter Schwede, dieses Foto ist ja mal mega bitter. Boah, ey. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eure Hand oder euren Finger irgendwo durchsteckt und dann beim Zurückziehen irgendwie euer Handbein oder sowas so blockiert und ihr kriegt schon so voll Panik, dass ihr das nicht mehr zurückziehen könnt? Genau dieses Gefühl kriege ich, wenn ich mir dieses Bild anschaue. Also dieser Mann ist auf einem Kinderspielplatz oder so und er hat es irgendwie geschafft, in dieses Kinderspielzeug reinzukommen. Wenn ich mir vorstelle, so wie ich jetzt in seiner Situation handeln würde, ich würde irgendwie probieren, meine Beine gerade zu machen, aber sogar die Beine sind am Boden, also ist er da einfach drin gefangen. Ich bin jetzt nicht irgendwie klaustrophob oder sowas, aber das ist echt hart. Richtig unangenehm anzusehen. Das nächste Foto ähnelt total dem, wegen dem ich überhaupt dieses ganze Video mache, wegen dem ich die Idee hatte. Und zwar ist hier dieses Auto, was einfach in einem Hausdach steckt. Das Auto steckt in einem Hausdach. Also, das würde ich, wenn überhaupt, bei GTA schaffen. Aber welcher Mensch schafft es, ein Hausdach, was so, na, das sieht so aus, als wären das so zumindest 3-4 Meter Höhe. Wer schafft es, sein Auto da reinzupacken? Ich habe, glaube ich, sogar zu einem ähnlichen Fall mal eine Dokumentation oder sowas gesehen, vor Jahren. Aber ich glaube, da war das so irgendwie über den Bordstein, leicht abgehoben, in den Graben rein und dann wurde es quasi hochkatapultiert und ist in diesem Dach gelandet. Ey, das ist einfach unvorstellbar. Wem auch immer das passiert ist und wie auch immer es passiert ist, es muss, glaube ich, so bitter sein, wenn du einfach, keine Ahnung, betrunken Auto fährst und dann irgendwann stellst du so fest, so, wo bin ich hier eigentlich? Hey, warum sind hier überall Dachziegel? Ah, ach so, genau. Ich bin im Dach gelandet. So Leute, nächstes Foto. Dieses Foto ist weniger verrückt und unglaubwürdig, sage ich mal, als das erste Ding mit den Haien. Aber man fragt sich einfach so, wie konnte das passieren? Und zwar ist hier dieses Foto von einem Baum. Und um den Baum ist ein Autoreifen, den man niemals hätte drauf machen können. Niemand hätte irgendwie es schaffen können, diesen Autoreifen drüber zu ziehen. Das kann mir keiner erzählen. Also entweder der Baum ist gewachsen und dieser Autoreifen war die ganze Zeit da. Der Baum ist quasi durch den Autoreifen gewachsen. Aber der Baum sieht so aus, als wäre der schon ein paar Jahrzehnte alt auf jeden Fall. Oder aber der ist irgendwie so auf der anderen Seite aufgeschnitten und wieder zusammengetackert oder sowas. Aber warum sollte das jemand machen? Also, ich weiß nicht. Wenn ihr irgendwelche Theorien oder Erklärungen habt oder sowas, wie diese Bilder entstanden sind und warum passiert, was auf den Bildern passiert, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Okay, das nächste Foto ist sehr nice. Ich zeige euch erstmal die rechte Bildhälfte nur. Das ist einfach eine Kuh auf einer Weide. Was glaubt ihr, könnte auf der linken Bildhälfte zu sehen sein? Okay, überlegt mal. Ich gebe euch noch ein bisschen Zeit, ja. Selbstverständlich ist es eine Kuh, die ihren Kopf in einem Kinderspielzeugauto hat. Wie kommt dieses Auto auf die Weide? Und warum hat die Kuh ihren Kopf da drin? Und warum trägt die Kuh das Ding mit sich herum? Digga, was ist das? Oha, als ob. Wie krass ist das denn? Leute, gebt euch mal bitte dieses Foto hier. Das ist einfach eine Straßenwalze. Eine gottverdammte Straßenwalze. Diese Dinger wiegen zig Tonnen. Und sie liegt auf dem Rücken. Und das Ding ist, es ist nicht irgendwie an einem Berg oder sowas, wo das Ding hätte umfallen können, sondern es ist einfach auf der Straße, beziehungsweise neben der Straße. Das sieht einfach so aus, als wäre die Straßenwalze spontan müde geworden und hat sich entschieden, so eine Pause vom Walzen zu machen. Aber ohne Spaß. Also, man bräuchte wahrscheinlich einen Kran, wenn...
Geschichten, ne? Wenn überhaupt, um dieses Ding umzuwerfen. Also ich habe absolut keine Ahnung, wie das Ding umfallen konnte. Aber ich meine, das ist irgendwie auch der Sinn der Bilder, ne? How did that happen? Wie ist das passiert? Man hat einfach keine Ahnung, wie. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Fotos vor allem bei Unfällen entstehen. Weil ich denke mal, wenn man mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, dann einen Unfall baut, dann ist halt jede Menge Energie da, um das Auto in komische Orte zu bringen. So auch bei diesem Lastwagen hier. Das ist einfach wie in so einem Zeichentrickfilm, wo der Lastwagen in so einen Baum fliegt und da oben drin hängen bleibt. Der steckt einfach mit den Vorderrädern und der Führerkabine vorne im Sumpf. Aber die beiden Hinterräder und dieser Container sind einfach in einem Baum. Und ich meine, da ist nicht mal eine Straße auf dem Bild zu sehen. Wie? Okay, Leute, diese Art von Straßenkünstler kennt ihr bestimmt auch. Und zwar sind das diese Leute, die sich anscheinend nur mit der Hand auf so einen Stab lehnen und in der Luft schweben. Da ist es anscheinend so, das habe ich irgendwo auch mal gehört, dass sie so ein Drahtgestell, in diesem Fall zum Beispiel, dass jetzt so eine Platte ist unter dem Teppich, dann ist in diesem Stock so eine Metallstange. Und die Metallstange führt quasi unter dem Arm von dem Typen auf so einen Stuhl, auf dem er quasi sitzt. Da habe ich jetzt auf jeden Fall eine Erklärung. Ich habe mich auf jeden Fall als Kind, wenn ich das gesehen habe, ich habe mich dumm und dämlich gewundert, wie das funktioniert. Aber bei mir kriegt ihr die Antwort. Okay, Leute. Es ist zwar jetzt, glaube ich, schon das dritte Foto, was irgendwie mit dem Verkehr zu tun hat, aber guckt euch das bitte einfach an. Es ist ein LKW, der mitten auf einer Wiese senkrecht dort steht. Also dieses Foto muss auf jeden Fall ein Fake sein, weil das einfach nicht funktionieren würde. Oder aber, da steht ja so richtig fett drauf, Oklahoma Truck Supply. Das ist quasi so eine Werbetafel von dem LKW-Verkäufer. Für dieses Marketing auf jeden Fall 2 Daumen hoch. Wenn ihr dieses Video gerade mögt, dann gebt ihm doch auch einen Daumen hoch. Na, wie wär's denn? Okay, Leute, ich glaube, dieses Foto ist ein gutes, um das heutige Video zu beenden. Das ist einfach ein Fahrrad, was zwischen 2 Häusern auf einem Seil hängt. Und oben drüber steht das Wort How. Das ist auch meine Frage im heutigen Video. Also wenn ihr euch irgendwas erklären könnt oder vielleicht sogar die Geschichte wisst hinter einem der Bilder, die ich euch gezeigt habe, schreibt sie mal in die Kommentare. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin. Tschüss.